Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Wikifolio-Hotspots bei Börse Stuttgart TV. Tech-Aktien stehen bei den Anlegern hoch im Kurs. Während die Amazon-Aktie nun auch die magische Marke von 1 Billion Dollar Börsenwert geknackt hat, mussten die Aktien des chinesischen Online-Händlers Alibaba hingegen leichte Kursverluste hinnehmen. Bei den Wikifolio-Tradern ernten allerdings beide Aktien viel Aufmerksamkeit. Sie sind im September unter den Top 8 Aktien zu finden. Nikolaus Nikolzios von Wikifolio.com. Ja, wie erklärt sie sich denn die Beliebtheit der Tech-Werte und welche Erwartungen stecken, möglicherweise hinter den Regen umsetzen? Ja, bei den Tech-Werten kann man einfach sagen, es läuft und läuft. Einer der wenigen Sektoren, der sich noch immer positiv entwickelt. Und daher gibt es auch einige erfolgreiche Wikifolio-Trader, die sich auf diesen Sektor spezialisiert haben. Auch wenn man dazu sagen sollte, dass einige Tech-Werte nicht mehr gerade günstig bewertet sind. Das spiegelt sich dann auch in der Erwartung der Trader wider. Axel Albitz, der das Wikifolio AA Plus Master Trading ohne Hebel betreut, sagt beispielsweise zu seinem AMD-Trade, AMD auf 12 Jahreshoch, ich habe vielleicht zu früh Gewinne mitgenommen, aber mit der jetzigen Menge an AMD-Papieren kann ich die Position laufen lassen, ohne nervös zu werden. Der nächste Kurseinbruch kommt bestimmt. Solche und ähnliche Kommentare finden wir bei einigen Tradern, also man könnte sagen, eine noch positive Grundstimmung bei unseren Tradern, beziehungsweise einige neigen auch dazu, Gewinne mitzunehmen. Angeführt wird die Aktie von Wirecard, dem DAX-Neuling. Ist nach dem Aufstieg in die erste Börsenliga noch immer ein Käuferüberhang zu sehen oder ist mittlerweile eher die Luft raus? Wirecard bleibt im Fokus der Wikifolio-Trader und die Luft raus würde ich nicht ganz sagen. Es gab zwar auch kurz die Gerüchte einer möglichen Short-Attacke, diese haben sich aber als falsch herausgestellt. Einer der Trader, der zu Wirecard viele Kommentare geschrieben hat, ist Leon Sanders, der die Wikifolios Zukunftsbranchen und Future Markets auf Wikifolio betreut. Er kommentiert die letzte Short-Attacke beispielsweise so. Von diesen Short-Attacken hatte Wirecard sich immer wieder erholt und hat sich anschließend umso besser entwickelt. Da habe ich heute auch wieder mit ein paar Anteilen beim Kurssturz zugegriffen. Auch wenn ich in den nächsten Monaten nicht mit den starken Kurssteigerungen der Vergangenheit rechne, wird Wirecard meiner Meinung nach in den nächsten Jahren weiter den Markt outperformen. Auch andere Trader sind von dem Trend beim bargeldlosen Bezahlen überzeugt. Und so finden sich einige optimistische Kommentare rund um die Wirecard. Die Aktie wurde 1900 einmal gehandelt und wir hatten ca. 55% Kauforders. Hinter dem Elektroautohersteller Tesla liegen bewegte Monate, Lieferengpässe, der Tweet von Elon Musk zu einem möglichen Rückzug von der Börse. Ja, wie viel Vertrauen haben die Wikifolio-Trader denn aktuell noch? Ja, der Tweet von Musk hat einigen Wind bei der Aktie ausgelöst und bleibt auch nicht ganz ohne Folgen für Musk. Der Wikifolio-Trader Andreas Röhrig, der das Wikifolio Know and Love the Product You Invest in betreut, meinte beispielsweise, Musk zahlt 20 Millionen und Tesla zahlt 20 Millionen dafür, dass er als CEO weitermachen kann. Es herrscht jetzt einmal Klarheit und das ist für ihn eine wichtige Nachricht. Die Gerüchte sagen, dass Tesla die Produktionsziele von 50.000 Model 3 im Sommerquartal einhält. Wird das offiziell verkündet, kann es auch nachhaltig hochgehen. Er bleibt im Aufsichtsrat, muss jedoch den Vorsitz innerhalb von 45 Tagen aufgeben. Also ein Tweet mit Folgen, könnte man sagen, und die Tesla-Aktie wurde 855 Mal gehandelt und die Trader haben mit 67% Kauforders auch vermehrt zugegriffen. Nikolaus Nikolzios von Wikifolio.com, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und viele Grüße nach Wien. Und Sie, liebe Zuschauer, seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier an dieser Stelle heißt Wikifolio Hotspots bei Börse Stuttgart TV.